Das erste Ziel des Trainingslagers ist immer, wie gesagt, die Mannschaft auf engem Raum zusammen zu haben. Und dass die Spieler sind angewiesen, einer auf die andere. Die sportliche, konzeptionelle Vorgabe geben in den Defense und den Offense. Und denke ich, in diese beiden Punkten, wir sind sehr zufrieden, wie das läuft. Wie manche Spieler, wie gesagt, machen plötzlich einen Klick in den Kopf und dann überspringen von Tag zu nächsten Tag, bringen eine andere Leistung. Und im Prinzip, wir machen das dieses Jahr ein bisschen andersrum als Jahr davor. Sind wir in erster Linie gegangen auf die individuelle Verantwortung in dem Spiel und in der Mannschaft. Und dann von da aus versuchen wir, ein Team stärker zu entwickeln. Und denke ich, wie gesagt, es läuft von Training zu Training besser. Und wir hoffen auch, dass am Anfang des Meisterschaft sind wir so weit, dass wir sind konkurrenzfähig mit allen Teams in BBL. Die drei Neuen, natürlich, die müssen sich erstmal gewöhnen an das neue Team und auf die neue Philosophie von den Coaches, auf dem Coach und seine Ansage. Und denke ich, im Moment weder Spieler, weder Coach haben was zu negativ zu berichten. Elvir ist erster Assistent und er ist zuständig für die Psychologie des Spielers und auch für die individuelle Arbeit mit großen Leuten und auch Analyse unseres offensiven Spiels. Und Miloš ist zuständig für die individuelle Arbeit mit Guards und ist auch zuständig für die Vorbereitung unserer Defense für den nächsten Gegner. Ich kriege nicht viel mit von diesem Alarm in den Kraftraum und deswegen, wie gesagt, ich halte mich aus von den Aussagen über die Qualität des DJs. Aber wenn ich schaue die Gesichter der Spieler, dann kann ich nicht Negatives sagen. Das habe ich Carsten noch als DJ nicht erlebt und dann muss ich erst mal einen Teststunde erleben, da kann ich was dazu äußern.